Jo Leute, ich bin's wieder, Oliver der Dicke, und willkommen zu einer neuen Reaktion auf Skibbidi Toilet. Wir haben letztens mal mit dem guten Arndt das. Warte mal, ich muss hier kurz was eingeben. Die gute Serie bis zum 10. Teil geguckt. Und wie ihr seht, wird wieder dran gearbeitet. Also zumindest der Animateur von der Serie hat sich gerade. Ist gerade wieder. Also hat zweiten, zweiten, rechten Teil aufgenommen. Und ich sag euch nur eins, ich habe das schon mal vornherein mit angeguckt. Ich kenn Skibbidi Toilet. Ich habe das davor mal angeguckt. Und ich sag euch, desto mehr du in diese Geschichte einsteigst, desto krasser wird sie. Und ich würde sagen, reagieren wir erstmal auf den 11. Teil. Skibbidi Toilet 11. Und let's go rein da. So. Gut, da starten wir auch weiter. Gut. Ja, la, was ist das denn? Jo. Übertrieben dreiköpfige Toiletten, Digga. Das ist ja krank. Krank ist das. Jo. Er wehrt sich gegen eine. Runtergespielt. Sein Freund kommt und hilft ihm. Ja, der G-Man als Toilette, Digga. Der G-Man. Und weggelasert mit dem Ding, Alter. Wir machen übrigens bis Skibbidi Toilet 20. Aber ihr seht auch, dass ein sehr großer Krieg zwischen Toiletten mit Menschenköpfen, also ich nenne es jetzt aus Skibbidi Toilet, gegen Kameramänner. Die Protagonisten, die versuchen diese, sag ich mal, Infektion, sowas wie eine Zombie-Apokalypse ist, das halt eine Skibbidi-Toiletten-Apokalypse. Und da versuchen jetzt die Kameras oder die Kameramänner dagegen zu kämpfen, weil ich glaube, das ist so, Kameramänner wie die können nicht von Toiletten ja angegriffen werden oder, ich sag mal, infiziert werden. Alter, was war das denn für eine Raketentoilette? Okay. Und deswegen werden hier Kameramänner eingesetzt, da weil sie halt nicht zu leicht zu besiegen sind und können auch nicht in infektiert werden. War das gerade Scout aus TF2? Ja, aber ja. Digga, eine Kameratoilette. Ich gebe die Dop 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 yes yes, ich gebe die Double. Was zur Hölle? Eine Spinntoilette! Yo, krank. Okay, warte, ich muss ja erstmal hier kurz Stopp machen. Also, wie gesagt, es geht hier um einen großen Krieg, der zwischen diesen Kameramännern halt und den Skibbidi Toilets ja entstanden ist. Fragt mich nicht, warum G-Man hier drin ist. Soll anscheinend der Megaboss sein, weil ich bin jetzt hier gerade nicht so der krasse Theoretiker, aber es wurde ja viel gesagt oder was vielleicht bestätigt wurde, ich weiß es nicht. Das Tatsache, dass G-Man kein Mensch ist und ja. Das würde ein Riesenproblem werden für die Menschheit hier in dem Video. Das Hydra wieder. Ey, da ist der Raketenmensch. Toiletten. Ah, was für ein Mensch, Alter. Sind ja kein Mensch mehr. Und weggesprengt. Was? Yo, wo kommt der Laser? Die haben es überlebt. Wie könnt ihr das überleben? Oh, shit. Eine Camouflage-Toilette, ja. Was? Fuß? Yo, was kommt jetzt? Ja, alles klar, eine Riesenkamera. Titan Cameraman, geil. Also, so heißt er, glaube ich. Ich habe mal ein bisschen in die Kommentare geguckt. Aber es ist richtig, ich finde das richtig episch. Hydra wird besiegt. Er lässt sich ja nichts bieten von denen. Und er lasert ihn mit dem. Ja, er lasert ihn ja auch weg. Geil, geil, geil. 20. Was? G-Man Toilette wieder da. Lasert ihn. Jo! Alter Kamikaze-Flug und der Arm von dem Messer ab. Scheiße. Das ist ein heftiger Rückzug für die.
Kameramänner. Wir gucken uns noch den 21. an. Ich finde das geil. Die haben die Toilette gefangen, Digga. Er fragt ihn aus. Es dreht durch. Was? Oh, scheiße. Und das war's mit dem. Gut. Dann würde ich erstmal bei der 22 aufhören. Ich reagiere nur klein darauf, sind nicht so lange Videos. Hier seht ihr auch nochmal die Playlist. Der hat die 32 noch nicht hinzugefügt. Aber wir haben jetzt bei der 22 aufgehört, da werden wir auch weiter gucken. Und das sind auch nicht mehr so viele Videos. Ich wollte euch bloß das zeigen. Und ich finde halt den Kampf dazwischen episch. Es wird dargestellt, ein Krieg, der zwischen Toiletten anscheinend aus. Skibidi Madness, Skibidi Dop Dop, yes. Yes. Digga, perfekt. Na dann, Leute, würde ich sagen, damit ciao. Ciao.